Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen zurück, ihr Power Rangers-Fans da draußen, zu einer weiteren Power Rangers Ninja Steel Action-Figur. Heute möchte ich euch einen Bösewicht vorstellen, und zwar den guten Stone Dozer. Der Stone Dozer sieht auf jeden Fall in der Verpackung schon mal sehr nice aus, war auch in der Serie gar nicht schlecht. Und ich bin mal sehr gespannt, was ihr von dieser Figur haltet. Lasst ihn uns gemeinsam mal anschauen. Der massive Kerl und erste Bösewicht, den ich euch aus der Power Rangers Ninja Steel Reihe zeige, kommt natürlich auch in der typischen Ninja Steel Verpackung mit der schönen Bubble vorweg und natürlich dem roten Ranger hier oben drauf und dem Ninja Steel Logo. Ihr seht schon, hier ist er drin, Stone Dozer. Er sieht schon mal sehr, sehr nice aus und ist auch eine recht breite Verpackung dieses Mal. Hier unten steht noch Villain Stone Dozer, das Ganze wie immer vom Bandai ab 4 Jahren aufwärts. Was haben wir denn auf der Rückseite? Da schauen wir jetzt mal rein, denn da haben wir schon mal ein schickes Bild von Stone Dozer aus der Serie. Er sieht ja natürlich sehr böse und gefährlich aus. Und dann natürlich hier auf der rechten Seite wie immer noch die Anmerkung, dass ihr eure 5-Inch Rangers in den Megazord packen könnt, was ich leider noch nicht kann, weil ich kein Megazord habe. Tja, und ansonsten hier unten könnt ihr mal reingucken. Hier sind natürlich nochmal alle Ninja Steel Rangers am Start, plus die Bösewichte und zumindest 2 Namen kann ich euch hier nämlich schon sagen. Das ist Stone Dozer und dieses kleine orange Vieh hier nennt sich Cataclock. Den habe ich nämlich auch hier und den werde ich euch in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch dann noch zeigen. Ja, Stone Dozer. Wollen wir ihn auspacken? Ich würde sagen, wir packen unseren ersten großen Bösewicht aus und schauen ihn uns mal genauer an, was wir hier für eine schicke kleine Mutantenvariation haben, die gegen die Rangers kämpfen. Schauen wir mal rein. Tja, und aus seinem Gefängnis befreit sieht die lebende Abrissmaschine doch gar nicht so schlecht aus. Wie gesagt, das ist meine allererste Power Rangers Bösewicht-Figur und dafür finde ich den schon mal gar nicht so schlecht. Ja, zu Stone Dozer selbst gibt es wahrscheinlich gar nicht mal so viele Infos, die ich euch sagen kann, außer, dass er natürlich ja wieder runtergeschickt wurde auf dem Planeten, um die Power Rangers halt zu erledigen. Eine richtige Bio gibt es dazu nicht, aber ich blende euch trotzdem nochmal das schicke Bild aus der Serie ein. Das Einzige, was ich euch noch sagen kann, ist, dass Stone Dozer über 2 Meter groß ist in der Serie und mit seinen 250 Kilo auf die Power Rangers einprescht und wirklich ganz schön für Ärger sorgen kann. Ihr seht, dass Stone Dozer selbst eine Mischung aus einem Steinwesen ist, gepaart mit einem, ja, mit einem Schaufelbagger, was ich sehr lustig finde. Ich finde die Ideen generell immer genial, wie die Bösewichte in den Ranger-Serien aussehen. Und das könnt ihr jetzt natürlich sehr schön erkennen. Ne? Ich nenne es jetzt mal einen kleinen Steinriesen. Na, ihr könnt erkennen, alles, was jetzt hier an gelben Parts dran ist, das ist eigentlich von einem Schaufelbagger etc. oder einem Kranbagger. Ne? Das sieht schon sehr, sehr lustig aus. Angefangen das Ganze natürlich wie immer mal mit dem Gesicht. Ne, auch da könnt ihr erkennen, dass Stone Dozer eigentlich sogar eine Art Bart tragen soll. Das finde ich auch cool, ne, denn die Steinformationen um seinem Gesicht herum bilden hier so ein bartähnliches Konstrukt. Das sieht sehr nice aus. Und generell muss ich sagen, gefällt er mir ganz gut natürlich mit den roten Augen. In der Serie leuchtet das natürlich noch sehr. Ne, das kann man natürlich in kleiner Figurenform jetzt nicht so umsetzen. Aber das ist ganz lustig gemacht. Natürlich auch die Zähne in weiß. Sieht sehr stark aus und dann halt hier diese Schulterplatten, die wirklich aussehen wie große Steinbrocken, Felsbrocken. Das sieht wirklich sehr stark aus. Das Einzige ist natürlich wieder hier die Farbe. Stone Dozer ist wirklich sehr minimal angemalt, aber das finde ich jetzt persönlich hier noch gar nicht so schlimm, weil er ist eigentlich ein Stein, auch wenn die Farbe jetzt nicht wirklich nach Stein aussieht. Das ist so eine Art Grün, würde ich sagen. So ein ganz helles Grün irgendwie. Also sieht schon sehr, sehr lustig aus. Ne? Generell mag ich das Sculpting sehr. Ihr könnt wirklich überall diese ganzen Steinrisse sehen etc. Hier vorne dann halt diese Andeutung wieder von einem Schaufelbagger etc. Ne? Als wären das hier solche Warnschilder und so. Sieht gut aus. Ne? Schön in Gelb gehalten mit schwarzen Streifen dran. Dafür ist der schon gar nicht schlecht geworden von den Details her. Und dann natürlich seine Arme. Seine Arme, finde ich, hier sind mit das Highlight. Da könnt ihr nämlich mal hier sehen. Hier ist so eine Schaufelzange sozusagen, ne, womit er dann halt nach den Rangers greifen kann. Und ja, sie versuchen kann, ja, zu besiegen. Das sieht sehr nice aus. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Figuren generell dann nur sehr eintönig in der Farbe sind. Denn wenn wir jetzt hier noch so ein bisschen Dry Brush etc. dran hätten, würde der wirklich sehr cool aussehen. Gerade mit seiner Klaue hier sieht das genial aus. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich jetzt hier wieder die richtige Schaufel, die wir hier haben. Ne? Das könnt ihr hier erkennen. Die wurde in schwarz nochmal angepaintet. Das ist völlig okay. Ne? Auch da könnt ihr natürlich wieder schöne Details dran erkennen, dass das wirklich mal eine Art Bagger oder sowas war. Auch wirklich eine gute Idee, eine lustige Umsetzung. Ja, weiter unten
Hat er dann hier noch so eine Hose an, wo ihr dann auch sehen könnt, dass die hier vorne zugeknotet ist, genau wie aus der Serie. Das ist leider nur hier vorne angepaintet, das kennen wir vom Bandai aber nicht anders, denn auf der Rückseite ist das Ganze leider nicht bemalt. Aber gerade hier hätte das natürlich schön ausgesehen, weil ich finde, auch hier ist das Sculpting sehr nice geworden, auch auf der Rückseite mit diesem Backpack hier. Hier natürlich wieder ein bisschen unschön, hier haben wir die ganzen Credits sozusagen drauf, Made in China, dann das CE-Zeichen und. Das ist ein bisschen unschön, muss ich euch gestehen, da hätte man das irgendwo anders an den Beinen verstecken können, ne? Aber ansonsten, ja, völlig okay. Die Beine selbst, genau, die Beine sind natürlich auch nochmal unterteilt und ihr seht jetzt auch hier, dass das jetzt sozusagen die Laufketten sind, ne, eines Panzers. Auch das ist lustig gemacht, umgeformt hier sozusagen dann in die Füße. Auch hier leider nur die Farbe hier oben drauf, ne? Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass es dann alles so bepainted, dass das in der Verpackung relativ nice aussieht. Doch wenn ihr sie dann rausholt aus der Verpackung, sind Rückseiten etc. Bandai typisch nicht bemalt. Aber mich stört es eigentlich gar nicht, weil ich finde rein die Optik von Stone Dozer ist wirklich sehr lustig. Und auch hier könnt ihr nochmal schön ein paar Details erkennen mit den ganzen Nieten etc. Das ist schon echt cool gemacht, ne? Also er gefällt mir. Es ist echt ein interessanter Bösewicht, ne? Und den können wir uns gegen unsere Ninja-Stil-Rangers dann halt setzen. Und ja, mal gucken, ob er sie besiegt. Ne? Wird er sie besiegen? Nein, er wird sie nicht besiegen. Trotz cooler Klaue und cooler Schaufel wird ihm das nicht gelingen. Ja, die Beweglichkeit dieses netten kleinen Stone Dozers ist natürlich auch so, wie wir es zu erwarten haben aus dieser 5-Inch-Line. Der Kopf ist ein bisschen enttäuschend. Gut, es ist klar, dass der sich nicht so gut bewegen kann durch die ganzen Steinplatten, die er jetzt hier am Start hat. Aber das Gelenk, was hier drin ist, hätten sie dann auch gleich weglassen können, weil ihr seht, eine großartige Beweglichkeit nach links und rechts ist hier so gut wie gar nicht gegeben. Er kann nur ganz minimal nach links und ganz minimal nach rechts gucken. Mehr ist da nicht drin und da wir ja nun hier von einer 5-Inch-Figur reden, ist das Bandai typisch natürlich auch kein Balljoint, das heißt nur die Beweglichkeit nach links und rechts ist da. Die Schulterplatten hier oben sind starr, dafür hat sich Bandai jetzt gedacht, setzen wir die Arme dann etwas tiefer. Ihr seht ja auch schon, hier sind die Gelenke, dadurch ist das aber einigermaßen machbar, dass er seine Arme wirklich so weit nach vorne packen kann. Finde ich wirklich sehr gut. Nach hinten das Ganze dann ungefähr so weit auf der Seite, wie ist es denn hier? Ja, genau das gleiche, ne? So weit nach hinten, auch völlig okay. Wir haben jetzt zwar das Gelenk, dass wir die Arme auseinander machen können, sprich die Schultern hoch, aber so weit geht das Ganze dann halt nur nach oben. Wenn ihr Stone Dozer jetzt irgendwie anders posen wollt, ist da leider nichts großartig möglich. Beide Arme natürlich wieder mit einem einfachen Gelenk hier am Start, wo ich sagen muss, seid ein bisschen vorsichtig. Das wirkt hier alles ein bisschen fein und dünn, wenn ihr damit eventuell mit als jüngerer Power Rangers Fan vielleicht ein bisschen spielen wollt. Das ist ein kleiner Knackpunkt, passt da ein bisschen auf mit den Gelenken hier im Ellbogen, ne? Ansonsten, oberkörpertechnisch ist er jetzt natürlich starr, obwohl man hier noch hätte locker, denke ich mal, eine Beweglichkeit hätte einbauen können, aber das ist auch völlig okay. Er hat so ein kleines Bäuchlein, das sieht auch echt lustig aus hier. die Beine, jetzt kommen wir her hier, Stone Dozer, die Beine können den Split sehr weit machen und zwar so weit auseinander, das finde ich super gelungen, das gefällt mir. Nach vorne gehen die Beine so weit, das heißt, er kann sich sogar hinsetzen, was natürlich bei dieser Figur ein bisschen seltsam aussieht. Nach hinten natürlich nicht weiter beweglich, weil wir hier jetzt noch ja von seiner Hose oder seinem Lendenschutz hier halt diese Ecke hier hinten haben, die seinen Hintern bedeckt. Daher geht das Ganze leider nicht. Die Beine selbst habt ihr jetzt auch schon gesehen vorhin, die können wir hier noch rotieren, ne? Da ist noch ein einfaches Gelenk drin, dann kann er sich zumindest ein bisschen cooler positionieren, das ist ganz nice gemacht, aber mehr Beweglichkeit ist dann da auch leider nicht drin. Das ist es, das ist die Beweglichkeit von Stone Dozer. Aber ich denke mal, ein paar coole kleinere Posen können wir damit auf jeden Fall noch raushauen. Gerade wenn ihr so ein kleines Display machen möchtet, wie die Power Rangers gegen die ganzen Bösewichte kämpfen. Da passt das doch schon ganz gut. Hauptsache, die Klaue kann man schön nach vorne packen. Das sieht nämlich nice aus. Und dann kann er halt in den Kampf ziehen, ne? Und wird trotzdem verlieren. Tja, und liebe Rangers-Fans, das ist es dann auch schon wieder. Mehr kann ich euch an dieser coolen Figur nicht zeigen. Mein erster kleiner Power Rangers Ninja-Stil Bösewicht. Ich finde ihn persönlich sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn auch in der Serie gesehen habe. Ich habe nämlich wirklich schon einige Folgen jetzt auf Englisch sehen dürfen. Und da waren natürlich einige abgedrehte Bösewichte wie immer dabei. Weiß jetzt aber nicht, ob Stone Dozer echt schon dabei war. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, aber es ist auch schon wieder ein bisschen her, dass ich das Ganze gesehen habe. Ich hoffe, dass das Ganze nach Deutschland kommt, dass ihr auch die Möglichkeiten habt, solche abgedrehten Designs und Bösewichte wie Stone Dozer im deutschen Fernsehen zu sehen. Ich hoffe es euch für euch zumindest. Und ja,
das war's schon wieder für das Video. Also, danke wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen. Schreibt mir mal bitte unten in die Kommentare rein, wenn ihr möchtet. Wie gefällt euch das Design von Stone Dozer? Ist es ein cooler Bösewicht? Oder sagt ihr, zurück in den Steinschlag mit dem Kerl? Wir sehen uns im nächsten Video wieder, Leute. Macht's gut, bis denn dann. Und wie immer, go, go, Power Rangers!